Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Hier in Folge 68 befinden wir uns, wie dieser nette Schwimmer hier vor uns, auch schon im Triathlon. Immer noch. Und haben unser Fahrrad natürlich im Gepäck dabei, weil wir gleich aufsteigen werden, hoffentlich, wenn wir an Land kommen irgendwann mal. Ja, Tentacha haben wir schon gefangen. Ja, Tentoxa nicht, aber Tentoxa, kann man das überhaupt fangen oder muss man das entwickeln? Ja, weiß ich gar nicht. Ob es das auch zu fangen gibt? Vielleicht kann man das irgendwann angeln. In irgendeinem Gewässer oder so. Wenn man die Superangel nimmt, kann man ja ganz schön starke Viecher, glaube ich, fangen. Das wäre es ja noch, ne? Ja, wir haben natürlich in der Folgenpause keine Items abgelegt. Wir sind immer noch mit einem vollen Rucksack unterwegs. Müssen wir irgendwann mal machen. Ich habe alle meine Pokémon auf See gefangen. Ja. Und was wir auch noch nicht gemacht haben, ist folgendes, Timo. Wir sind noch nicht bei Professor Eichs Gehilfen gewesen. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwann hin. Oh ja. Aber doch erst, wenn wir 50 oder mehr gefangene Pokémon haben, oder? Ich glaube, wir haben, wenn wir 50 haben, kriegen wir schon das nächste Upgrade wieder. Wir haben, glaube ich, eins ausgelassen. Also wenn wir zum richtigen hingehen, dann würden wir da jetzt auch was kriegen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir den Offscreen suchen, weil ich glaube, die Suche nach diesem Typen recht langweilig ist. Oh weia, ich bin untergegangen. Oder was meinst du? Ja, finde ich eine gute Idee. Wir werden einfach mal suchen, wo der ist, und dann gehen wir dahin in der Folge, denke ich. Also wir gucken mal, wo die Eichsgehilfen so rumstehen und uns noch Sachen geben wollen. Die Musik. Sofort ändert sich die Musik. So, Nidoking ist jetzt mal fertig, würde ich sagen. Zeit für ein mächtiges Glurak. Glurak darf auch nochmal was machen. Hey, du verjagst die Fische! Ja, das tun wir. Ich weiß nicht, ob das gestattet ist, dass man während des Triathlons auch nochmal schnell an Land geht, quasi, sozusagen. Achso, oh, hätte ich nicht machen sollen. Weiß ich nicht. Ja, hast recht eigentlich. Ich kenne mich mit den Triathlon-Regeln tatsächlich gar nicht so aus. Wir sind einfach Schummler und machen eine kleine Pause. Ja, auch gut. Pausen geben einem ja bei Rennen selten Vorteile. Genau, das wird man ja wohl machen dürfen. Austausch. Haben wir Austausch schon mal gesehen? Ja, ne? Gab schon, ja. Oh Mann. Wahnsinn. Flammenwurf. Johann, was sagst du dazu? Johann, wenn du da jetzt bei wärst. Oh, wir denken an dich, Johann. Im Gedenken an Johann, lassen wir ihn das nicht lernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Flammenwurf vergessen werden? Ja, natürlich. Ja, und jetzt die große Frage. Ja, also Schlitzer und Kratzer, beides braucht man wahrscheinlich nicht. Und ich weiß nicht, ob wir Raserei behalten sollten. Das war... wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich würde mal Kratzer sagen. Weil okay. Kratzer und Zerschneider doch sehr ähnlich sind. Oh, Flammenwurf. Das wird ja eine richtige Überraschung für Johann. Gleich mal ausprobieren. Wir sagen ihm natürlich nichts, ne? Vor der nächsten Aufnahmesession. Entschuldigung, ich wollte nicht so barsch sein. Barsch. Ein Porsche hätte das auch mal sagen müssen mit Porsche. Ja, den Flammenwurf können wir direkt mal in Aktion sehen vielleicht. Leiste mir Gesellschaft, bis etwas anbeißt. Nein, 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 nein. Wir haben keine Zeit, wir sind in einem Triathlon und wir müssen uns beeilen. Denn wir wollen irgendwo hin. Timo weiß den Weg, ich weiß den Weg gar nicht so genau. Ja, ich weiß nicht, nach unten, nach Norden war der einzige Weg jetzt von der Auf Insel. Nach Norden! Und Flammenwurf! Weg nach Norden! Ah, das sieht ein bisschen so ähnlich aus wie eine andere Attacke. Golking brennt. Das ja, okay. Sieht man auch nicht so häufig, dass die Fische brennen. Oder? Ja. Und Flammenwurf! Ja, ich weiß, Flammenwurf ist nicht so effektiv gegen Wasser-Pokémon wie Golking, aber wir sind da jetzt einfach mal
Boah, jetzt stirbt er durch Brandschaden. Schauen wir mal. Ah. Na gut, wir machen noch einen Schlitzer hinterher. Sicher ist sicher. Einfach mal mit dem Volltreffer raufballern. Und Goldini. Flammenwurf. Goldini sieht so ein bisschen arrogant aus. Es blickt herunter. Und zur Seite. Hm. So ein bisschen, ne? Naja, wenigstens ist etwas Zeit vergangen. Was? Hoffentlich nicht zu viel. Wir müssen los. Ja. Und zwar muss ich erstmal kurz Pokémon tauschen. Und zwar, wir könnten mit Mew an Land fliegen und dann auf wo wir schon am Schummeln sind, meine ich. Ja, das stimmt. Nein, wir wollen natürlich an Land schwimmen. Vielleicht sind ja noch ein paar Trainer unterwegs. Genau, ich werde jetzt ganz kurz mal... Oh. Und er setzt stärker ein. Er kann Felsen bewegen. Wir könnten diese Angler jetzt mal hier von dem Steg runterschubsen. Vielleicht klappt das. Und er setzt Surfer ein. Während er stärker einsetzt, kann quasi beides. Und ich übergebe die Kontrolle an Alex. Und Alex weiß genau, was er tun muss. Der Norden ruft. Es ist übrigens kein normaler Triathlon, es ist ein Slalom-Triathlon um unsichtbare Hindernisse herum. Ja. Das muss man so machen, ne? Ja. Im Triathlon. Sonst zählt das nicht. Genau. Eigentlich sind hier Bojen, nur die hatten kein Geld mehr. Und dann haben wir gesagt, wir sind einfach ganz fair und schwimmen trotzdem so ein Slalom. Richtig. Um die Bojen rum, die hier fast gewesen wären. Zeit für ein weiteres Metronom. Metronom. Mega-Hieb. Nice. Das hat gesessen. Das ist auch geil. Oh, wir wischen uns den Glibber hier von Tentara mal vom Hemd. Und weiter geht's. Die See reinigt Körper und Seele. So. Das ist ja gut. Da können wir ja mal ein bisschen drin baden dann. Beziehungsweise Nidoking. Ein weiteres Seemon möchte sich uns in den Weg stellen, aber Mew kann so gut fliegen, dass das einfach mal macht. Naja, aber so geht's so, ne? Machen wir nochmal. Fliegen ist cool. Ist bestimmt auch nicht verboten, während eines Triathlons mal ein bisschen zu fliegen. Ein Tentoxa, ich möchte es fangen, bitte. Stimmt, das ist das mit den verschränkten Tentakeln. Ja. Lustig. Zeit für ein Meganom Steinhagel. Steinhagel. Das sieht ja richtig cool aus. Steinhagel ist mächtig. Wow. So, dann Zeit für ein Megahi. In das Gesicht. Mohaha. Und es geht Richtung Level 46. Na, Schwimmer, hast auch nochmal 150 für uns? Nein, 165. Wahnsinn. Stört es dich, dass ich hier schwimme? Nö, ist okay. Was ist das denn? Ein Glatzkopf möchte kämpfen. Was macht der denn da? Vielleicht fragt er deswegen, ob es uns stört, wenn er hier schwimmt. Und nochmal Mega-Hieb. Oh. Ne. Nochmal Mega-Hieb. Oh, Mega-Hieb ist einfach der Wahnsinn. Wenn es mal trifft. Dann machen wir auch nochmal Psychokinese. Einfach um es auszuprobieren, wie effektiv es ist. Sehr effektiv. Krass, das wusste ich gar nicht. Sehr effektiv. Oh. Dann machen wir das doch direkt nochmal. Gegen Türsteher Tentoxa. Und damit haben wir den Glatzkopf besiegt. Das war unter der Gürtellinie. So, wo muss ich lang? Links, rechts, oben. Hi, hallo. Ich habe einen guten Fang gemacht. Möchtest du ihn sehen? Ja, zeig mal her.
Oha, guck mal, der hat 6 Pokémon. Wahnsinn. Ich sehe schon, er hat bestimmt ganz schön viele Carpador. 6-mal Carpador, das wäre doch was. Kometenhieb, was ist das denn? Trifft das 2-mal? Na, Tatsache, was ist denn Kometenhieb? Das kenne ich gar nicht. Da fragst du den Falschen, wenn du mich fragst. Frag die Zuschauer, die wissen alles. Tatsache, noch ein Carpador. Oh Mann! Das hat keine Wirkung. Mega, Alter! Mega! Mega! Na also, es hat sich ausgeplatscht. 115 Erfahrung. Das ist so lächerlich. Oh Mann. So, dann fliegen wir mal. Platscher, Platscher. Geht Platscher dann daneben eigentlich, weil du fliegen hast? Oder geht, oder hat das keine Wirkung? Es hat keine Wirkung. Gut. So, und jetzt nochmal Psychokinese. Wir zeigen hier die komplette Vielfalt. Ja, für jedes Carpador eine individuelle Behandlung. So, wir schaufeln erstmal. Oh, ein Tackle. Wo kommt das denn her? Das heißt, man kann Carpador auch trainieren, weil es Tackle vielleicht kann. Krass, oder? Ich dachte immer, Carpador kann man so schlecht trainieren, weil es nur Platscher kann, aber vielleicht kann es auch Tackle. Aber auch ein Carpador mit Tackle hat einem Schlitzer von meinem Diktrin nichts entgegenzusetzen. Wow, jedes Carpador mit einer anderen Attacke besiegt. Nein, Carpador! Doch, Carpador. So. Möchtest du noch mal jemanden trainieren, Timo? Gerne. Dann such dir mal wen aus. Blitzer war lange nicht mehr im Einsatz und kommt ja beim nächsten Kampf auf Level ab. Ja, wahrscheinlich. Oh. Ja. Zumindest hatten wir das so gesagt. Hatten wir so gesagt, ne? Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Ja. Erzähl. Ja, Blitzer sollte hier in der Umgebung natürlich einen super Vorteil haben. Bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt auf Level abkommt. Timo. Nein! Aber es ist, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Es wird knapp. Level 48 ist schon in Sicht, aber wird das noch erreichen heute? Was sagt nochmal der Kommentator, wenn ein Trainer nur noch ganz wenig, wie nur noch ein Pokémon hat und ja, der andere noch 5? Die Verteilung der Pokémon sieht irgendwie aus. Sagt, wie war das noch? Ich krieg's gerade nicht zusammen. Nadelrakete. Ja, ich lasse einfach mal was vergessen. Nehmen wir mal Agilität. Ja, auf jeden Fall nicht Blut. Ja. Was ist denn Nadelrakete? Haben wir das schon mal gesehen? Haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Na, dann wird es aber mal Zeit für eine Nadelrakete, würde ich sagen. Ja, ein guter Vorschlag. Los geht's. Eine Käferattacke. Boah. Gefahren. Aber es ist immer... Okay, wenn es Volltreffer ist, dann passiert sogar was. Okay, und das kann mehrmals treffen. Okay, also gegen Level 48 gegen Level 28 und Nadelrakete. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oder? Ja, wir probieren es einfach nochmal in den folgenden Kämpfen. Und oh, das sieht so aus, als könnten wir tatsächlich noch in dieser Folge auf das Fahrrad steigen. Land in sich! Ja! Naja, fast. Und Nadelrakete.
Ja, oh, nicht schlecht. Aber auch sehr effektiv, ne? Ja, Tatsache. Ja, also das Gras. Juhu. Hör, wo ist man denn jetzt? Und wir steigen natürlich sofort auf unser Fahrrad, ich weiß nicht. Selbstverständlich. Ich dachte, wir wären jetzt irgendwie in Alabastia, aber... Und wie wir von hier aus weiterfahren? Das erfahren wir wohl nie. Oder in der nächsten Folge, aber da müsst ihr dann wieder einschalten. Also, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.